Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die kämpfen seit 150 Jahren für eine bessere Republik und für bessere Verhältnisse. Und wenn die Kanzlerin und mit ihr die CDU, CSU sich weigert, einer politischen Auseinandersetzung zu stellen, dann müssen wir diese politische Auseinandersetzung suchen. Und es kann ja nicht sein, dass wir jetzt in einer der größten Krisen, die uns der Kapitalismus und die Neoliberalen beschert haben in dieser Republik und in der ganzen Welt, dass wir mitten in dieser Krise nicht darüber diskutieren, wie wir das künftig verhindern werden, dass wir wieder in eine solche Situation kommen. Und abgerechnet wird zum Schluss. Ich merke, dass die Menschen die Sozialdemokratie wollen und sie wollen nicht, dass wir total verdrängt werden. Die wissen, es kommt darauf an, dass Sozialdemokratie in diesem Land was zu sagen hat und nicht in die Oppositionsrolle gedrängt wird. Opposition ist Mist, da hat Müntefering recht. Ich will, dass die SPD regiert und dafür kämpfen wir in Charlottenburg-Wilmersdorf um jede Stimme bei allen Frauen und Männern und das jeden Tag. Und ich merke, die Stimmung ist gut. Wir brauchen uns nicht Mut zu machen, sondern wir kriegen wirklich eine gute Resonanz von den Bürgerinnen und Bürgern. Wir wissen, wir sind gut aufgestellt mit dem Programm und wir arbeiten dran. 27. September. In dem Moment, wo Frank-Walter Steinmeier in unserem Wahlkampf ein thematisches Zentrum gegeben hat, nämlich den Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit, die Überwindung der Resignation, der Hoffnungslosigkeit. Ihr bringt ja sowieso nichts zustande. In dem Moment gibt es die Chance, mit Bürgern zu reden, die fragen, wie wollt ihr das machen? Ist das überhaupt möglich? Das ist unsere Chance. Genau dieses im Gespräch mit den Bürgern, gewissermaßen die mediale Barriere überwinden, sondern im direkten Gespräch mit den Bürgern, zwischen Sozialdemokraten und Bürgern, Hoffnung vermitteln, dass das geht. Das ist kein heilloses Versprechen, sondern dieser Deutschlandplan hat eine einfache, wie ich finde, überzeugende gedankliche Struktur. Die Stimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern ist ziemlich gut. Und natürlich kommen auch Leute mit Fragen. Und das ist das, was Wolfgang gesagt hat. Sie fragen, na, warum sollen wir denn jetzt wieder oder das erste Mal SPD wählen? Und da gibt es natürlich Antworten, die die Medien häufig leider nicht transportieren. Wir haben für eine vernünftige Bildungspolitik Ganztagsschulangebote gesorgt. Wir haben einen neuen Kurs in der Familienpolitik eingeschlagen. Wir haben für Mindestlöhne gekämpft. Und vieles, was wir noch machen können und machen werden nach dem 27. September, haben CDU und CSU verhindert. Und wenn die mit der FDP zusammen rankommen würden, da würden sich viele Bürgerinnen und Bürger tatsächlich umgucken. Das wäre schlecht für diejenigen, die die Hilfe und Unterstützung des Staates benötigen. Und ich glaube, das kann man gut argumentieren, kann man gut den Leuten nahebringen. Und deswegen denke ich auch, dass wir eine gute Chance haben, wirklich erfolgreich aus dieser Wahlauseinandersetzung herauszukommen. Es ist gut für Deutschland, wenn die SPD regiert. Dankeschön. Die Sozialdemokratie setzt auf regenerative Energien. Die Sozialdemokratie setzt auf moderne Energien. Wir haben uns in dieser Diskussion in den letzten zwei Jahren durchgesetzt. Vattenfall ist eingeknickt, hat jetzt da hat auf Steinkohle an dieser Stelle erstmal verzichtet, hat gesagt, okay, wir gehen auf Gasversorgung und wir gehen auf Biomassekraftwerke. Also an dieser Stelle hat es einen deutlichen Schritt nach vorne gegeben. Aber, und das ist das Besondere an der Sozialdemokratie, und deswegen bin ich auch Sozialdemokrat, wir betrachten das Thema aus umweltpolitischer Sicht, also die Frage der CO2-Emissionen ist der eine Schwerpunkt. Aber der andere Punkt ist, Energie muss auch bezahlbar bleiben. Die Mieterinnen und Mieter, 300.000 Menschen in Berlin, müssen auch in den nächsten Jahrzehnten ihre Energie bezahlen können. Auch die Berliner Wirtschaft braucht bezahlbare Energie, um die Arbeitsplätze zu sichern. Und dieses Thema im Gesamtzusammenhang zu sehen, das ist die Stärke der Sozialdemokratie. Und deswegen bin ich stolz darauf, dass es auch ein wichtiger Punkt im Deutschlandplan ist, dass wir an dieser Stelle eine moderne, zuverlässige Energieversorgung beschreiben.